wunderschönen guten Morgen. Tag 2 in Singapur. Gerade aufgestanden. Fertig gemacht. Ach, das ist hell. Alter. Die Sonne ist ganz ehrlich heraus. Es ist trocken. Zum Glück. Wir gehen jetzt erstmal ins Frühstück. Dann schauen wir mal weiter. Was der Tag so bringt. Zeige ich mal den Ausblick. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Aber es wird abspülen und es ist da. Wenn man so sieht. Marina Bay Sands. Und dahinter Jordan Quad Way. Nächsten Stopp angekommen. Ich filme jetzt mal mit dem iPhone, deswegen blöd. So, von Kamera zu wechseln. Deswegen nur iPhone. Und gucken wir mal, wie lange der Akku hält. Cloud Forest sind wir jetzt. Gucken wir mal, was da Eintritt kostet und dann gehen wir da vielleicht rein. Und oder nicht. Cloud Forest? So, jetzt haben wir uns dazu entschieden. Einmal in den Flower Dome und in den Cloud Forest zu gehen. Ja, gucken wir mal, was da drin dann so, wie es da drin aussieht. Aber es ist hier schwül. Zum Glück scheint die Sonne nicht so direkt, weil sonst wäre es noch heißer. Und verdammt grün. Sehr, sehr, sehr schön. Kann man sich echt nicht beschweren. Einheimisches gefunden. Mediterraner Garten. Geranien. Ein Holz. Fliegenpilz. Keine Ahnung. Und ganz viele Kakteen. All over it. So, sehr faszinierend. In diesem Haus haben wir jetzt irgendwie die 8. Schulklasse gefühlt gesehen. Die bekommen alle ihre Lessons im Botanischen Garten sozusagen. Von der Blumenpracht in die Wasserpracht. Jetzt sind wir im Cloud Forest. Man kommt rein und hat so einen coolen Wasserfall. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Station.
Waterfall View. Kommt kleine schönes Lob. Dach 30 Grad. Weiterhin 100% Luftfeuchtigkeit. Es ist schweinewarm. Die Suppe läuft. Und wir stehen jetzt im Silvergarten. Der ist nicht klimatisiert. Aber man hat so einen schönen Ausblick hier so auf diese kleine Hotelkonstruktion. Ja, jetzt geht es wieder zur U-Bahn. Wir sind erstmal in das Hotel rein, dann zur U-Bahn. Und dann schauen wir mal weiter. Next stop, Marina Bay Sands Viewing Platform. Die Sonne knallt, ich habe keine Kontaktlinsen drin, deswegen keine Sonnenbrille. Aber für eine hervorragend geile Aussicht. Wenn man hier runter guckt, sieht man die Startzielgerade vom Singapur Grand Prix. Ich werde auch nochmal hin. Hier und da. Gerade Singapore Flyer direkt daneben und ein geiler Ausblick über die Stadt. Mal gucken. Ach, und da unten ist das Spielfeld von Fort Pian. No point in blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. How'd you cross by the stormy seas? Oh, you meant the world to me. Nieselregen, sind wir jetzt hier nochmal. Raikönen und Vettel, Box Nummer 10 und Nummer 11. Hier vorne ist dann, da ist noch Hamilton, also Mercedes Box. Dann ist hier erstmal nicht mehr so viel, aber hier war dann auch hier Boxenstopp, ne? Mit Original, naja, ist kein Original Formel 1 Rubber mehr. Ja, und dann geht es halt ganz normal weiter. Red Bull Garage als nächstes mit Raikönen und Verstappen. Und dann geht es so runter. Und hier ist sozusagen dann die Boxengasse gewesen. Da entlang. Startzielgerade. Dazwischen die Mauer fehlt. Aber ist ganz cool. Jetzt laufen wir nochmal zu Startplatz 1. I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. So, nachdem wir jetzt 2 Stunden, 1,5 Stunden mal die Füße ausgeschüttelt haben, geht's nochmal zurück nach Chinatown. Ein bisschen cool beleuchtete Straßen angucken. Und dann nochmal Gardens by the Bay. Und dort das Ganze bei Nacht zu sehen. Und danach gehen wir was essen und dann ins Bett. Weil morgen früh müssen wir früh raus und die Füße tun weh. In Chinatown abzurunden, waren wir jetzt gerade, oder sind wir gerade da, wo wir Mittag gegessen haben. Michelin Stern Street Food. Preis 1,80. Billiger ist sie nicht für einen Michelin Stern. Aber auch sehr lecker.